Hallo, mein Name ist Hermann Raunig, ich bin Facharzt für Hals, Nasen, Ohren und ich habe mich die letzten Jahrzehnte darum bemüht, die kosmetische Ohrkorrektur zu optimieren. Natürlich weiß ich, dass es größere Probleme auf dieser Welt gibt als abstehende Ohren, nur wenn Sie persönlich davon betroffen sind, ist das sicherlich eine andere Sache. Deswegen möchte ich Ihnen mit diesem Video helfen, Sie zu informieren, worauf Sie achten müssen, wenn Sie in der nächsten Zeit eine Ohrkorrektur an sich planen. Wenn es darum geht, die Form einer fehlgebildeten Ohrmuschel zu verändern, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Wenn Sie eine fehlgeformte Ohrmuschel korrigieren wollen, müssen Sie auf jeden Fall den Knorpel bearbeiten. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die traditionellen Methoden sind, den Knorpel einzuschneiden, den Knorpel zu nähen oder auch biomechanisch zu bearbeiten, zu ritzen oder zu feilen. Wenn Sie zuallererst das Gespräch mit dem Arzt, von dem Sie die Operation durchführen lassen wollen, suchen, lassen Sie sich erklären, welche dieser drei Möglichkeiten auf Sie zukommt. Die häufigste Fehlbildung betrifft die Antihelix. Man sieht sie hier rot gefärbt. Als erstes zeige ich Ihnen eine Schnitttechnik, wie diese durchgeführt wird. An der mit dem grünen Pfeil markierten Stelle wird üblicherweise eingeschnitten und Sie sehen schon hier an den abgebildeten Ohrmuscheln die Ergebnisse, nämlich unschöne Kanten, die keineswegs natürlich aussehen. Als zweites die Nahtechnik. An dieser symbolisierten abstehenden Ohrmuschel im Querschnitt sehen Sie in grün den Faden, der dazu notwendig ist, die Ohrmuschel in die bestimmte Form zu bringen. Hinter dem Ohr sieht die Ohrmuschel keineswegs zufriedenstellend aus. Man sieht Nähte, die durchscheinen, sich durchdrücken oder gar durch die Haut abgestoßen werden. Es gibt auch Fremdkörperreaktionen. Als drittes die biomechanische Technik. Hier wird der Ohrknorpel subperichondal, das heißt nur auf dem Knorpel ohne die knorpelernährende Schichte, gefeilt und es wölbt sich der Knorpel von selbst. Sie brauchen keinerlei Nähte hinter dem Ohr. Hier sehen Sie an einem Stück Schweineohrknorpel, wie Sie sich so etwas vorstellen können. Rechts mit der Nummer 3 markiert wird der Knorpel durch Ritzen geschwächt. An der Nummer 4 wird er ausgedünnt und 2 und 1 sind Stellen, die mit einer Feile bearbeitet werden. Sie sehen hier ein Ergebnis. 10 Jahre nach einer Antihelix-Korrektur mit der Feiltechnik. Als nächstes die Cavum-Korrektur. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, ein übergroßgewachsenes Cavum conche zu korrigieren, anzulegen. Die häufigste Methode ist die Conche-Rotation. Hier sehen Sie ein Beispiel von der Conche-Rotation. Dabei wird die Ohrmuschel an ihrer tiefsten Stelle vom Bindegewebe und Knochen mobilisiert und so hineinrotiert, so hineingedreht, dass der Gehörgang immer eingeengt wird. Gleichzeitig entwickelt sich sehr häufig dabei auch ein Telefonohr, wie Sie das auf der rechten Seite sehen. Die von mir propagierte Methode sehen Sie hier an dieser Zeichnung. Es wird hinter dem Ohr in der Conchamastoid-Umschlagfalte die Haut inzidiert. Der Carbumknorpel wird an entsprechender Stelle bogenförmig eingeschnitten und danach der mediale, also der näher am Kopf liegende Teil, wird mit dem Skalpell so geritzt, dass er sich flach dem Kopf anlegt und dadurch nicht mehr absteht. Der seitliche Anteil wird nun mit langzeitresorbierbaren Nähten auf den mittleren Anteil aufgenäht. Hier sehen Sie ein Beispiel vor einer Concha-Reduktion ohne Knorpelentnahme und 6 Jahre postoperativ. Das abstehende Ohrläppchen kommt oft gemeinsam mit den beschriebenen Veränderungen an der Ohrmuschel vor, fallweise auch isoliert. Es wird durch Präparation am Bindegewebe korrigiert.
Das Ergebnis sehen Sie an diesem letzten Foto. Nun liegt es an Ihnen zu entscheiden, auf welche Art und Weise Sie möchten, dass Ihre Ohrmuschel behandelt wird.